wächst nicht alles auf unserem eigenen Mist. Bestimmt nicht. Ne? Ja, man muss lernen, man muss annehmen, man muss lernen, lernen, lernen. Klar. Ne? Man kann ja hinterher, könnt ihr ja eure eigene Mischung machen, natürlich. Aber wirklich erstmal alles aufnehmen, fressen, was nur geht. Geistig, ne? Und musikalisch. Ja, und dann kommt es im geeigneten Moment, kommt dann die eigene Mischung nämlich zutage. Ja. Kleiner Kind, kleiner. Sie machen eine riesige... So eine Geschichte. Das ist es nicht. Mhm. Wissen Sie, ich sag's ja, man hat das Gefühl, ich habe eine Orange im Mund. Oh. So was Riesiges. Warum denn? Da sollen Sie singen, da ist die Kraft drin, nicht in der Nase. Dahinter, yes. Der Resonanz, wissen wir schon, gell? Da, da kam. Da kam das Alte. Da kam, komm, komm, komm. Da kam. In der Maske. Ja. Da kam. Ja, aber nun nicht laut. Nein. Ja. Da, da kam. Nein, 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 da. Da kam. Höher. Da kam das Alte. Es ist leider zu tief, ja. Hören Sie es, dass Sie zu tief sind? Ich höre es jetzt nicht. Also ich habe jetzt... Ja, wissen Sie, Sie hören wirklich sich nicht von außen zu. Und Sie haben nicht diese plötzliche Vorstellung, wo ist dieser Ton? In jeder, technisch, ausdrucksmäßig, höhenmäßig, wie, wo? Und es dann erst zu machen, wenn Sie sich denn vorgestellt haben. Es ist zu dick, Sie singen nicht schlank genug. Auch eine tiefe Stimme muss schlank singen. Mhm. Gell? Ja, nicht so, so bamftig, dass sowas machen. Das nützt Sie nichts. Aha. Fein! Ja, das war ganz, wirklich schön. Können Sie es nochmal machen? Da kam das alte Träumen und schlich ins Erdinnern. Also das war so an der Grenze vom allerschlimmsten Kitsch, wie man nur macht. Kindl. Ich mache zu viel, das ist, ich übertreibe ja, schamlos, aber etwas davon können Sie sich ja nehmen, gell? Das kommt sowieso immer nur ungefähr ein Zehntel von dem an, was ich also vormache. Natürlich, weil ich muss es halt übertreiben, ich muss auch euch manchmal nachmachen und sehr übertreiben, das ist klar. Dafür bitte ich also um Verständnis und das ist halt das Los der Lehrer, dass sie mit Karikieren und Übertreiben doch noch vielleicht etwas zustande bringen, ne? Wissen Sie, ein Portament, ich weiß, ist ganz was anderes. Jetzt singen Sie mal anständig, sauber, Piano. Was steht denn da? Da steht was. Eben, Zeit haben Sie ja, nicht wahr? Aber es ist im Piano, es ist im Piano. Wissen Sie, wo das Piano ist? Haben Sie mal angeschaut, wenn wirklich gute Sänger, Professionelle, wie die Pianissimo und Piano bilden? Wie das ausschaut, was da passiert hier? Wissen Sie das? Haben Sie mal zugeschaut? Ja, eigentlich schon. Ja, da passiert nämlich gar nichts. Der Mund ist ganz klein und man sieht nur und hört, dass sie hineinzwingen in diese Resonanzkammern da hinten und es dann kontrollieren. Und das ist nicht forcieren, man forciert nicht die Kehle, aber man zwingt den Klang da herein in die Maske. Und da wird weder der Mund sehr geöffnet, noch hier hochgehoben, noch alles sowas nicht. Es ist die Einatemhaltung, da, und dann geht es da hinein. Aha. Sie singen, wer hat Ihnen das bloß beigebracht? Was machen Sie bloß? Es ist, als ob Sie dauernd eine heiße orange Kartoffel im Mund haben. So, wirklich wahr. Statt dass es da klingt, da, in der Resonanz. Versuchen Sie doch mal mit einem kleinen Mund. Benutzen Sie Ihre Oberlippe, die ist vorläufig überhaupt aus der Aktion, total draußen noch. Benutzen Sie sie doch. Die Muskeln haben Sie, die schaden Ihnen ja nichts.
Gell, das tut der Stimme überhaupt nichts, im Gegenteil. Mhm. Diese da, das ist ihr Schaltrichter, den Sie benutzen können, und Sie benutzen ihn nicht. Diese spezielle Handbewegung, hilfreich anscheinend bei der Klangerzeugung, werden wir heute noch öfter sehen. Hier bereitet sich Lioba Burgtraber auf den richtigen Ton vor. Mit ihr wird die ehemalige Königin des Legato-Gesangs gleich das saubere Aneinanderbinden mehrerer Töne üben, ohne das stimmlose H dazwischen. Also, was kriegen wir? Den Jäger. Den Jäger von dem Herrn Brahms. Da, 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 da. Die ganze Zeit furchtbar traurig und blau ist sein Auge. Warum sind Sie da so trauervoll? Und blau ist sein Auge. Und sein Herz ist zu weit. Verdammt noch eins. Gell? Er geht fremd mit anderen Worten. Ja, also, noch einmal. Und nein, nicht du Hund. Und blau ist sein Auge. Auch nicht ihr Hüst, auch nicht ihr Hüst. Ich habe diesen Kampf angesagt, Kinder, gegen diese Haars. Einer muss ja. Irgendjemand muss ja in dieser Welt noch das machen, ne? Und das bin unter anderem ich. Es ist sehr langweilig auf die Dauer, wissen Sie, weil ich sage es ungefähr das 10.000. Mal schon. Ja, ich weiß, das ist das Los der Lehrer. Aber das ist ein solcher Viechskampf gegen diese Haas. Und weil berühmte Leute auch Haas singen, da denkt ihr, es ist richtig. Es ist nicht richtig, gell? Das ist eben das Schreckliche. Also. Und blau ist... Blau ist sein Auge, nur sein Herz ist gerät, nur sein Herz. Jetzt singen Sie es mal ganz langsam und diese gebundenen Noten wirklich legato. Versuchen wir mal. Das ist, sehen Sie, Sie sind eine von denen, Sie unterteilen es mit dem, Ihrem eigenen Kinn. Und blau, warum denn? Und warum machen Sie blau? Es bewegt sich nichts, Kinder, sind das mal. Und blau, na? Und blau ist es. Und blau. Nicht nur Hund. Und blau ist. Ja, der Fehler ist, dass Sie schon viel zu weit auf sind. Und, nicht ein Kühn hier, und. Und blau ist sein. Warum machen Sie, sind doch in der Mittellage, Kind. Warum machen Sie, blau ist sein Auge. Warum? Ja, warum denn das? Es ist wirklich gegen die Regel, dass die Stimme in der Resonanz bleibt. Also, unter anderem. Ja, das ist ja mein Problem. Ich muss Ihnen mal den Zahn ziehen. Ihr glaubt immer, ihr könnt da so singen, wo man von der Natur aus singen würde. Also wie jeder singt, nicht wahr? Das ist nicht, wenn man es lernt. Es müssen bestimmte Lagen in bestimmte Resonanzen gebracht werden, wo sie gar nicht hinwollen eigentlich, nicht wahr? Und das ist eine schreckliche Arbeit, die Stimme immer in die Resonanzen zu kriegen, wenn sie nicht bei manchen Leuten von Natur aus schon da ist. Das gibt es ja auch. Ne? Und das ist eben, also wenn ihr dann dazu noch immer aufmacht, dann ist es immer nur hier, sind lauter Mundklänge. So wie die Kinder eben singen. Die Kinder können aber mit den Sprechtönen bis ganz oben hinauf, das können wir aber eigentlich nicht. Nicht wahr? Das Singen ist ganz was anderes. Unser Singen ist auf Distanz, Resonanz, auf Distanz eingerichtet. Deswegen ist das Fernsehen so ein Verbrechen, dass sie einem immer in den Hals kriechen. Freilich hören Sie sich doch an, wenn Sie die falschen Zähne und den Mandel und die Halsentzündung sehen und noch extra beleuchtet. Das ist ja wohl entsetzlich. Es ist eigentlich die Vernichtung der gesamten Gesangskunst, weil die Gesangskunst ist ausgerichtet, Distanz zu überkommen. In der größten Schönheit, Ökonomie, und mit der größten Illusion, aber die Illusion haben Sie nicht, wenn Ihnen die Kamera in die Mandeln kriegt. Das ist dann Pornografie, meiner Meinung nach. Ja. Eben. Leider, es ist so, es zerstört die Illusion. Und das ganze Singenlernen ist wirklich auf Distanz eingerichtet. Aber das ist eben unsere heutige Zeit, die alles vom unterm Teppich vorgeht und naja, ich will da, okay. Bitte sehr, in der Resonanz.
Abend sink ich hin und klage. Und jetzt klagen Sie schon wieder? Abend sink ich hin und klage. Jetzt binden Sie es doch. Schauen Sie, das bin. Erstens sollen Sie Legato singen, ich war zwei Töne auf einem Vokal, ist doch klar. Und zweitens gibt Ihnen das auf einer Silberschüssel den Ausdruck. Wenn Sie klage, dann haben Sie den Ausdruck. Aber wenn Sie klage singen, ist nichts weg, aus ist der Ausdruck. Finito. Klage? Direkt klage? Und? Klage. Na, das ist immer noch eine Unterbrechung. Das ist das Haarnadel. Klar, es hängt zusammen, aber es ist nicht klage. Klage. Ja, sehen Sie mal. Klage. Noch immer eine Spur von Haarnadel. Klage. Ja. Sie, denken Sie sich doch mal, Sie gehen von einem A in das nächste A mit einem Crescendo. Klar. Crescendieren Sie mal rein. Klage. Ja, das war schon das. Sie sind mir noch nicht ganz. Sie müssen sich das wirklich zur zweiten Natur machen. Das wirkliche Legato hat keine Einschnürung, wissen Sie? Ja. Ich denke, wenn Sie es einmal kapiert haben, werden Sie es dann immer suchen. Es muss einmal in Ihrem Gehirn registrieren, ja. Das soll jetzt Legatissimo sein. Diese zwei Noten auf einer Silbe. Klage. Ja. Ich denke irgendwie immer noch zu an die zwei verschiedenen Töne, die zu singen sind. Windisando. Klage. So ist es, natürlich. Klage. Na, das war schon wieder Klage. Klage. Immer noch eine kleine Unterbrechung. Hineingleiten in das zweite. Klage. So ist es. Nur nicht crescendieren. Das habe ich Ihnen ja nur als Hilfsmittel gesagt, damit Sie es mal wirklich verbinden. Also jetzt darf das ist eine Beschleunigung an dem zweiten Ton, so eine kleine. Und Sie setzen Stufe. Es ist ein A, was keine irgendwelche Stufe hat, keine Treppenstufe. Klage. Bei vielen, Sie werden es sehen, die machen es mit dem Unterkiefer, machen Sie dann Stufen hinein. Klar, das gehört auch noch. Okay. Es gibt viele, viele Methoden, nicht Legato zu singen, gell? Ja. Sehr viele. Aber Sie machen es ohne das. Sie denken nicht Legato bei diesen zwei A und wahrscheinlich bei vielen anderen auch noch. Aber eben. Abend sink ich. Nein, es ist immer noch Abend. Wo kommen Sie denn her, aus welcher Gegend, dass Sie Abends sagen? Eigentlich aus Franken. Na, da müssten Sie doch. Das eigentlich ein scharfes Essen. Würde ich sagen, nicht? Sagen Sie es einmal. Abends sink ich hin. Ja, aber natürlich haben Sie nicht so viel Zeit zwischen dem scharfen Abends Essen. Abends sink ich hin und klage. Ja, aber nicht sink ich, das würden Sie auch sink nicht. Sink ich. Sink ich hin und sink ich hin. Abends sink ich hin und klage. Abends sink ich hin und klage. Ja, ja, okay. Ich denke gerade, wenn wir noch mehr so plagen, dann findet man einen Ausdruck für die Stelle bestimmt heute Abend. Heute Abend singt der Klage. Das ist klar. Ja, das macht nichts, das hilft Ihnen, aber passen sink Sie ich auf. Hin und klage wenn Sie sein Schüsseln, ja, ja. Wenn Sie ein bisschen in diese Richtung, wenn Sie je an mich zurückdenken sollten, Moment, die hat Legato gewollt, wie war das auch noch? Jesus, nicht wahr? Könnte ja sein, ne? Ja, stimmt, wenn einmal... Es muss einmal einhaken irgendwo, ja. Ne? Ja. Ich hoffe, Sie haben so viel Geduld. Sicher, ich habe Geduld noch und noch, ja. Abend sink ich hin und klage, ausblieb sie auch heute. Sie. Nein, nicht sie. Sie auch heute. Ja. In der Nacht mit Feiern. Singen Sie in Franken in der Nacht? Singen Sie nein. Macht man keine Zungen. Na, wie sagen Sie es denn? Sagen in sie? Der Nacht. Aber es sollte ein reines E sein. In der Nacht, nicht in der. In der Nacht. In der Nacht. In der Nacht. Nicht in da. In der Nacht. In der Nacht. In der Nacht. Sie brauchen das R gar nicht. Das kann ein Diphthong sein. In der Nacht. In der Nacht. Ja, na, weil Sie natürlich da aus Bayreuth sind, da singen, da sagen Sie ja R's ziemlich viel, nicht? Ja, mit viel R. Okay, okay. Also dann tun Sie es, aber nicht zu viel.
Ja, gell? In der Nacht. Das war ein sehr schöner Diphthong, bestens. Das war fein. In der Nacht. Ja, ja. In der Nacht mit meinem Kummer lieg ich schlaflos, lieg ich wach, träumend wie ihm. Ja. Ja. Träumend wie im halben Schlaf. Wie hier? Das machen wir doch nicht. Wie? Er wird's schon machen, er wird's schon machen. Er muss sich noch konzentrieren. Und jetzt einmal Legato, gell? Träumend wie. Hören Sie, Sie haben so eine gute Technik und so eine schöne Stimme. Sie können doch singen. Also es darf nicht ein technischer Grund sein, warum Sie da wie hi machen. Nee, ich, ah, eben. Ich hoffe nicht, dass... Na no, eben, also nun machen Sie mal, singen Sie mal wie. Nur wie. Auf zwei Noten. Und dieses das Intervall eigentlich können Sie beachten, so von der... Natürlich nicht binden, mit anderen Worten. Sie müssen ja auch eine Oktave binden können. Ja. Das tut mir ja leid, aber Sie müssen. Sie dürfen Sie auch nicht haha machen die ganze Zeit. Nein, nein. Ah, wo sind wir angelangt? Ja, träumend. Bei, ja. Träumend wie im Haar. Noch nicht. Singen Sie nur mal wie hi. Und dann wie. Wie. Zuerst auf einen. Was Sie wollen. Entweder das Richtige oder das Falsche. Erst. Wie. Dann war schon besser. Es ist aber nur nicht laut, nicht mit Gewalt. Ja, mit Gewalt, ne? Nein. Leise. Wie. Aha. Was sagt der Mensch? Das wäre ja fabelhaft, wenn es so käme. Es ist ein bisschen mehr. Wahrscheinlich, aber Sie können ja singen. Sie müssen aber Legato denken. Ohne Legato denken geht es überhaupt nicht. Ja. Sonst kommt es im Verstand nicht mehr an, wissen Sie? Es ist der Verstand, der das macht, Legato singen. Das ist nicht angeboren. Ist wirklich nicht angeboren. Dass sie auch manche Stellen 5 und 6 Mal hintereinander macht, obwohl das eigentlich immer schwerer wird, wenn man eine Stelle immer wieder und immer wieder am selben Ort macht und sich quasi sofort verbessern muss. Das ist ja doch die schwerste Möglichkeit. Aber dafür ist sie bekannt und das weiß man vorher. Wenn man natürlich so viel Tiefschläge einstecken muss, dann wird man natürlich auch irgendwie verunsichert und dann baut man auch langsam ab. Weil das ist ja keine Bestärkung, wenn man immer nur sofort wieder unterbrochen wird. Man kann wirklich immer zeigen, dass man auch seine Stimme aufmachen kann. Ganz klar. Ich fand es eigentlich freundlich, wie sie mit mir umgegangen ist. Ich stelle das ganz unter die Sache selber. Ich kann sehr hart selber auch arbeiten und mir macht es überhaupt nichts aus, also wenn sie dann auch sehr hart mit mir umgeht. Im Gegenteil, ich finde es unheimlich wichtig. Ich merke auch, dass sie dann zwischendrin wieder Bemerkungen macht. Eine gute, die dann wieder eine halbe Stunde Arbeit aufwiegt. Ne? Träumend wandle ich. Das war leider wahr, handle. Wandle ich. Ich, nicht ich, ich. Wandle ich. Ich, 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 ich. Weiter. Ich würde sehr, Sie werden sicher ein sehr guter Liedersänger werden, das ist ganz klar. Aber deswegen haben Sie die Verpflichtung, das wirklich mal in die Hand zu nehmen. Gerade weil Sie so begabt sind. Dankeschön. Ja, okay. Dankeschön. Ach so, das war das Spielchen für so, die Zeit. Ja. Entschuldigung. Oh mein Gott, ja, wir sind eben durch das Flugzeug heute ein bisschen. Sie kommen aber doch morgen. Ja, gerne. Eben. Natürlich. Machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Jeden Tag kam sie um 1 Uhr mit dem Flugzeug zum Unterricht und flog abends um 8:30 nach 6 Stunden Kurs zurück nach Zürich, nach Hause. Das sind nochmal 1,5 Stunden. Ihr Haus liegt neben anderen in einer ruhigen Gegend etwas außerhalb der Stadt. Hierher kommen auch die Privatschüler. Ein Foto mit Geoffrey Parsons am Klavier, ein beständiges Duo, das jahrelang zusammengearbeitet hat. Der Kaminsims, fast so eine Art Hausaltar. Auch sonst ausgewählte Erinnerungsstücke.
Bis 1979 lebte hier auch noch ihr Mann Walter Legg. Man nannte ihn auch Mr. Legato. 20 Jahre lang, von den 40ern bis in die 60er, war er der bedeutendste Plattenproduzent der Welt für klassische Musik. Seine Firma kreierte dieses humorige Plattenemblem, ein Signal für höchste Qualität. Ironisch variierte Elisabeth Schwarzkopf das Label und nannte sich ihrem Mann gegenüber Her Master's Voice. Über 100 Platten gibt es von ihr, aber nur wenige Filmaufnahmen. Hier ein Ausschnitt aus Mozarts Hochzeit des Figaro, 1959 im Südfunkstudio aufgenommen. Ihre kleinen Mundbewegungen erwecken den Anschein von Playback. Mit ihrer nicht gerade üppigen Stimme konzentrierte sie sich bald auf wenige Auftritte und wenige geeignete Partien, die sie dann aber ausformte bis in die feinste Nuance. Ihre Interpretationen von Strauss, Wolf, Mozart und zahlreichen Operetten gelten als Meilensteine bis heute. Die harte Plattenarbeit mit Walter Legg förderte ihre Gestaltungsfähigkeit, zwang die Schallplatte doch dazu, wirklich allen Ausdruck allein in die Stimme zu legen. Ohne Gestik, ohne Mimik, ohne Körpersprache. Umso unverständlicher, dass in diesem Kurs so wenige profitieren wollen von ihrer Vorstellungskraft, Klarheit und dieser unentwegten Suche nach dem Vollkommenen. Aber was muss auch alles einfließen, bis ein Lied wirklich gut ist, ganz abgesehen vom technischen Können? Fantasie, Erfahrung, analytische Schärfe, der Blick fürs Ganze und alles überstrahlt vom größten Problem, der heiklen Gratwanderung zwischen Text und Ton. Am schwersten wohl zu meistern bei den Liedern von Hugo Wolf. Die Grundlagenforschung dafür und die Suche nach den Schlüsselworten beginnt lange vor dem Singen. Sie sind vorher mezzo forte, jetzt hat sie ein Diminuendo. Und jetzt sollten Sie eigentlich schon im Piano beinahe schon sein, bei dem ich war. Ich war manchmal. Ja, das ist ja nur ein anderer Gedanke plötzlich. Ich war an manch vergessenen Grab gewesen. Und dann erzählen Sie weiter, was Ihnen, wie Sie das gesehen haben. Es ist gar nichts, nur die Worte zu singen. Ich muss den Tag, wenn Sie mir das jetzt singen, dann muss ich das sehen, vor mir sehen, wie das war. Sie auch natürlich. Gell? Also, zwei Takte. Der Tag in Sturm bewegt und Regen schwer. Ich war an Ich war. Übrigens, der Tag ist Ihnen jetzt technisch nicht gelungen, haben Sie? Ist Ihnen das klar? Ist das zu offen? Zu offen. Sie wollen ein Ah machen und es ging ganz daneben. Gell? Decken! Der Tag! Ja, nicht hoch! Nein, da darf das nicht. Ein Ah, aber gedenken nicht. Ah! Der Tag. Der Tag? Ja, nicht der Tag.
Sie sagen ja selber, der Tag ging regenschwer. Und das ist nicht ein hellblauer Tag, sondern es ist ein regenschwerer Tag und nicht ein Tag. Na ja, wenn Sie das Gedicht sagen würden, da hätten Sie doch die Farbe. Sagen Sie es doch mal. Der Tag ging sturmbewegt. Regenschwer ging er zuerst, ja. Ja, das würde ich aber doch einmal. Ja, und wenn Sie das nicht genau sehen, da, wie sollen denn diese Farben kommen? Also, sagen Sie es. Der Tag ging regenschwer. Na ja, damit Ausdruck, Kind. Ich kenne das Gedicht nicht. Jetzt sagen Sie es mir mal. Der Tag ging regenschwer. Das ist eine Rede an mein Volk, um Himmels Willen. Das ist es wirklich gar nicht. Bitte? Nicht eine Rede an mein Volk halten. Sondern mir das, die Situation, der Tag ging regenschwer, viel tiefer und Sturm bewegt. Ich war an manch... Nee, auch nicht, ich war an manch, ist alles Quatsch. Ich war an manch vergessenem Grab gewesen. Doch nicht, ich war an manch vergessenem Grab nicht. Sagen Sie es doch mit Ausdruck. Nehmen Sie die Stimme mal weg, weg. Singen Sie mal nicht, sondern sprechen Sie mal. Und dann versuchen Sie... den Ausdruck von der Sprache auf den Gesang zu übertragen. Nochmal. Der Tag ging regenschwer und Sturm bewegt. Sturm, sagen wir auch. Sturm bewegt. Ja. Ich war an manch vergessenem Grab. Singen Sie, sagen Sie es nicht in dem Rhythmus, sondern wie Sie es sagen würden. Ich war an manch vergessenem Grab. Sie würden nicht sagen, ich war an. Natürlich. Ich war Grab an manch gewesen. Und auch nicht vergessen, im Grab ganz bestimmt nicht, wenn Sie das sagen. Denken Sie mal Ausdruck. Ich war an manch vergessenem Grab gewesen. Sie denken doch dem nach, wie das war. Hm? Ich war an manch vergessenem Grab gewesen. Aha, ja, weiter. Na? Ja, komm, geh mal. Verwittert Stein. Ja. Ja, und jetzt sollen Sie das in Ihrem Erinnerung sehen. Und dieses verwittert Stein und Kreuz, die Grenze alt, die Namen überwachsen, kaum zu lesen. Und nehmen Sie es doch mal weg, das Singen. Ganz weg. Verwittert Stein. Und Kreuz, die Grenze alt, die Namen überwachsen. Ja, denken Sie, Sie sehen sich noch da, Sie versuchen das zu lesen, die Namen überwachsen. Kaum zu lesen. Sie müssen die Situation immer, ob es jetzt ist, dass Sie jetzt etwas sehen oder in Ihrer Erinnerung etwas gesehen haben, ohne die Situation kommt der Ausdruck nicht richtig. Also jetzt singen Sie mal. Der Tag ging regenschwer und sturmbewegt. Ich war an manch vergessenem Grab Also sie stellt das so hin, dass das Gedicht existiert als Tatbestand und dann kommt der Komponist und macht irgendwas sehr Persönliches damit und man muss diesen Weg erst einmal nachvollziehen. Also man muss erst einmal den Tatbestand konsumieren und dann nimmt man das auf, was der Komponist damit gemacht hat. Und dann kommt noch das Dritte dazu, was man als Sänger dann machen will oder überhaupt rauslesen will. Ich meine, diese Sache, das ist ja natürlich ein Prozess, dass man irgendeinen bestimmten Stimmungsgehalt auf den Punkt bringt, musikalisch in Klang umsetzt. Was sie oft gesagt hat bei allen, dass man eine bestimmte Sache macht, aber dass sie noch nicht in der Stimme klingt. Also dass irgendein bestimmter Ausdruck, der ist vielleicht gefühlt in dem Moment, aber er muss ja in die Stimme kommen bei dem Sänger. Und das nützt nichts, wenn man den im Augen oder sonst irgendwo hat, der muss ja in der Stimme sein. Und das ist eine Lebensaufgabe. Ne? Also ich meine, wenn es so einfach wäre, dann wäre Liedersingen wirklich nicht so schwer, wie es ist. Wissen Sie, wenn man Lieder singt, ist man ungefähr 10 verschiedene Personen. Man ist der, der die Stimme hergibt, der die Stimme beobachtet, der die Technik beobachtet, der die Intonation beobachtet, der die Meinung, was er singt, der den Text überhaupt erinnert, der dazu sich erinnert, dass er den Text erfinden soll. Ja. Der sich außerdem auch noch äußerlich beobachtet, dass er nicht mit dem Gesicht etwas anderes ausdrückt, als was er sagt, der aber nicht Theater spielt.
Dass sie, alle diese Personen sind sie in dem Moment, wo sie ein Lied singen. Und noch einige mehr. Das passiert alles, einer einzigen Person. Ja. Es ist wirklich ein schwerer Beruf. Wie viele Liedersänger haben wir auch auf der Welt? Können Sie mir das sagen? An einer Hand abzuzählen. An einer Hand. Ja. Warum tust du es überhaupt? Ja, weil mich das reizt, diese Sache, das sowas auszuschöpfen irgendwie. Wenn man merkt, man hat diese Möglichkeit vielleicht und vieles ist noch nicht so ausgebildet und das dann immer zu fördern, bis man an den Punkt kommt, wo man dann halt, wie sie, 3 Stunden dort steht und man unterrichtet alle Leute und ist 3 Stunden lang man selber und man schlüpft trotzdem in diese ganzen verschiedenen Rollen, Positionen, Lieder und auch in die anderen Stimmen rein und holt das dann raus, was notwendig ist. Also ich finde das einen sehr, sehr spannenden Prozess, den man an sich selber auch erlebt dann. Und es hat eben so, ja, schon nach 2-3 Minuten Klick gemacht und dann haben wir gearbeitet. Das war toll. Es muss wirklich weitergehen. Dasselbe. Es war gut. Und, noch mehr. Deutlicher. Könnte ich. Man das trainiert, desto mehr geht wieder ins Unterbewusste von dem, was man jetzt immer wieder bewusst machen muss, wie zum Beispiel eben das mit dieser und das Ü, was sie halt immer macht. Je mehr man davon so arbeitet, dass es unbewusst ist, desto mehr Zeit hat man wieder für andere Sachen, die man bewusst machen muss in dem Moment. Und so gute Leute wie Sie haben wahrscheinlich dann irgendwann die Technik so weit auf den Punkt gebracht, dass sie zu 97% nur noch an Ausdruck denken können und deshalb wird es dann so Schwarzkopf. Ich habe selbst 5 Kurse für Elisabeth Schwarzkopf gespielt in Frankfurt damals. Und
Für mich war es unglaublich, um ganz einfach zu sagen, wie Elisabeth Schwarzkopf Noten liest. Das klingt sehr komisch, denn wir lesen alle Noten und wir sehen alle, da steht ein Forte, da steht ein Piano, da steht ein Staccato. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, wie sie das liest, mit welcher Genauigkeit, mit welcher Präzision und vor allen Dingen, darauf kommt es ja an, nicht nur indem sie sagt, da steht ein Staccato, also spielen Staccato, sondern mit einem spontanen Umsetzen der Anweisungen, einer Rückumsetzung in die emotionale Situation, aus der die Anweisungen einstmals gekommen sind, als der Komponist sie geschrieben hat. Das ist dermaßen frappierend, das macht so einen Spaß, das putzt die Ohren, das putzt die Augen, das muss man einfach mitmachen. Bei Catherine MacPhail, noch in der Schule und ohne Studium, sieht man nichts von dem Schweiß, den schon ein winziges Lied kostet. Instrument und Spieler sitzen eben doch innen und Geistesgegenwart können wir nicht filmen. Diese junge Dame ist nämlich erst 18. 19. Oh, 19. Vielleicht gestern 19 geworden, oder? Nein. So was. Okay. Ja, also ich habe mir gedacht, dass ich eigentlich gerade wegen meinem Alter überhaupt nichts zu verlieren habe. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sie mich rausschmeißt, mich anschimpft und Donnerwetter und alles Mögliche. Aber das war dann eine ganz große Überraschung, als sie unheimlich freundlich war. Und ja, sie war selber angenehm überrascht, das hat sie gesagt. Und also es ist wirklich so ein ganz tolles Erlebnis. Ganz toll. Hätte ich nie gedacht, dass es so wird. Es war zu nett und war zu süß. Das hätte auch sein können, die Tongebung für das Veilchen oder sowas, gell? Ein böses kleines Biest. Kleine Gäste, kleines Haus, eben Mäusin oder ja, und jetzt machen Sie mir auch nicht mehr Häusin, auch nicht. Wissen Sie, wenn Sie das machen, dann müssten Sie lachen. Liebe Mäusin, dann können Sie Haar singen. Aber sonst müssen Sie es binden. Ne? Kleine Gäste, kleines Haus, ja. Und denken Sie dazwischen, Kind, das sind zwei verschiedene Sachen. Kleine Gäste, kleines Haus, liebe Mäuse oder Maus, gell? Denken dazwischen, ganz schnell, immer ganz schnell. Nicht denken, es geht so brrr, durch, gar nicht. Sie müssen denken dazwischen, was Sie sagen wollen. Kleine Gäste, kleines Haus, liebe Mäuse oder Maus, stelle dich nur kecklich ein. Ja, falsch, da. Vorsicht auf dich, gell? Stelle dich nur. Stelle dich nur kecklich ein, heute Nacht, mein Mann. Singen Sie mir nicht ein. Achtung, Stelle. Kommen Sie, gucken Sie mal ein bisschen mehr zu mir rüber, sonst haben wir keine Verbindung. Ja. Nein, machen Sie nur. Sie schauen schon darüber so und singen Sie mal ein bisschen so. Da haben wir auch noch eine Verbindung. Ne? Okay, gut. Die da draußen, die hören Sie schon. Stelle dich nur kecklich ein. Staccato, kecklich ein. Stelle dich nur kecklich ein, heute Nacht bei Mondenschein, Mondenschein, Mondenschein. Aha, dahin muss es aber gleich gehen. Wissen Sie, der war im Kopf zum Schluss und am Anfang nicht. Haben Sie es gemerkt? Ja, ja. Na, okay, der muss gleich dahin gehen. Mhm. Gell? Und jetzt müssen wir ganz schön diese drei Diminuendo haben auf Mondenschein, Mondenschein. Und dazu soll es noch immer die Maus verführen, aus dem Loch zu kommen, was sie da singen. Nämlich, das ist heute Nacht beim Mondenschein, Mondenschein, Mondenschein. Ja. Heute Nacht beim Mondenschein, Mondenschein, Mondenschein. Mach aber die Tür weit rein. Nein, wir rennen nicht, rennen ganz genau im Tempo. Tam, ja, tam, tam, ta, ta, tim, ta, ja, ta, ta, ta. Jetzt geht es, ne? Also? Mach aber die Tür fein hinter dir zu. Sie rennen noch immer. Fein hinter dir zu. Ja, gell? Feine hinter dir. Nicht feine, fein hinter. Fein hinter dir zu. Ja. Hast du? Na, oben, der war nicht ganz oben, der war nicht ganz oben. Hast du? Ja, und die sind ja, glaube ich, was ist denn das? Das ist ein Film, das erste Du? Oder wo ist es? Mach mal, ich sehe es nicht, kenn die. Wo ist es denn? Es ist ein Achtel, eben. Gell, nicht zu lang, die Du's, gell? Hörst du? Ja, nicht rennen. Hörst du? Da, da. Hörst du? Bam, bam. Hörst du? Dabei hüte dein Schwein. Wenn sie
es ja wiederholen, da muss es ja ein bisschen anderen Ausdruck haben, gell? Nämlich, weil sie wiederholen es, weil sie der Meinung sind, das hat nicht gehört, dieses Mädchen da, gell? Ne? Hörst du? Hörst du? Komm schon. Komm, ich will das sehen, jetzt wie die Katze dich da abwurst, ne? Ja, leider. Hörst du? Hörst du? Da, da, die ab, da, 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 da. Hörst du? Da, da. Hörst du? Dein Schwänzchen. Ja. Ba, 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 ba. Oh, halt, halt, das ist Forte. Und da ist noch ein Sforzato zum Pianissimo im Forte. Das ist einer von den schwersten Takten. Da, da, mit viel mehr. Hineinhauen, wirklich. Da, 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 di, da, 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 da. Aha, okay, okay. Mhm. Da, 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 da. Ich kann ihn nicht reden. Und jetzt kommt ein Tötzchen und das wird nicht gerannt. Gell? Nach Tisch singen wir, nach Tisch springen wir und machen ein Tänzchen, ein Tänzchen. Ja. Wit, 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 ja, und da weiß niemals jemand, was das eigentlich bedeuten soll, nicht? Weil es steht da rau. Ja. Und sie soll eigentlich gar kein, und es hat außerdem noch Akzente drauf. Ja. Und was, ich meine, das Einzige, wo ich drauf gekommen bin, was man wirklich sich vorstellen kann, ist, dass das Kind im letzten Moment noch einmal Mitleid kriegt, nicht wahr? Es ist noch mal weg, ja, ach, lieber geh noch mal, lieber. Na, ja. Na? Ja, so was ganz Raues. Braucht kein schöner Ton sein, rau. Wit, wit, geh, lieber weg. Meine alte Katze tanzt wahrscheinlich mit. Na, ja. Also, Nach Tische singen wir, nach Tische springen wir und machen ein Tänzchen, ein Tänzchen. Ja, Sie sollen ja doch etwas höchst Vergnügliches vorsingen, dem Mäusle da, gell? Etwas ganz Entzückendes. Passt auf, nach Tische singen. Vielleicht sollst du doch lieber gehen, Anna, ne? Ja, ja, ist gar nicht leicht. Wie Sie da den Ausdruck einfach lockt, ja, wie Sie sagen, das ist enorm. Das ist nämlich, wenn da eine, so eine Lehrerin dasteht wie die Frau Schwarzkopf und dann auch noch Publikum da ist und man sich auf die Technik konzentrieren muss, dass man dann auch noch Ausdruck bringen muss, das ist also wirklich, so habe ich noch nie erlebt. Fit, 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 fit. Tanzt wahrscheinlich nicht sentimental, das ist mit größter Schadenfreude. Meine alte Katze tanzt wahrscheinlich mit Esto. Meine alte Katze tanzt im Tempo, meine alte Katze tanzt wahrscheinlich mit. Meine alte Katze tanzt wahrscheinlich mit. Hörst du? Hörst du? Hörst du? Nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Es wird noch zeitig genug vorbei, gell? Ich meine, es ist auch ein ganz großes Glück, das überhaupt zu entdecken, dass man vielleicht was kann. Das ist, glaube ich, nicht jedem gegeben und das muss man schätzen und entwickeln. Es muss einer in diesen jungen Jahren, sagen wir zwischen 18 und, na, 24, muss er also sein Metier eigentlich gelernt haben. Das heißt nicht, dass die Stimme schon entwickelt wäre, durchaus nicht. Die entwickelt sich ja dann viel später und immer mehr und immer weiter. Aber das, was dazugehört, die Technik, und dann die Atemtechnik, die, was da alles dazugehört, die ganzen musikalischen Probleme, die Sachen, die mit den Sprachen zusammenhängen, die Sachen, die mit den verschiedenen Stilen zusammenhängen, wenn man verschiedenes Repertoire singt, das kann man ja lernen. Das lernt man wie in der Schule. Das hat dann nichts mit dem wirklichen vokalen Singen zu tun, sondern da braucht man natürlich den Intellekt dazu, ohne den geht es auch nicht. Aber Musik machen können Sie nur, wenn Sie plus der Stimme, plus der Technik, plus der Stilsicherheit musikalisch sind. Und dazu Ihnen noch die Tür geöffnet wird zur eigenen Vorstellungskraft, zur Imagination. Ohne die geht es auch nicht. Es geht, aber es hört Ihnen jeder nur für 10 Minuten zu und dann sagt man, ja, also es ist ja schön, aber
Na, uninteressant, nicht? Ja. Nun, aber geht es ja bei den Liedern oft um die tiefsten Gefühle der Menschheit, um so verschiedenartige und vielfältige Gefühle, deswegen die man eigentlich... Deswegen gibt es so wenig Liedersänger. Weil das, was sie dafür brauchen, ist ganz etwas anderes, als was sie für die Oper brauchen. Und ich darf es wohl sagen, weil ich habe ja beides mit Erfolg gemacht. Und auch Oratorien natürlich. Aber die Erfordernisse für einen Liedersänger sind 100-mal mehr als für einen Opernsänger. Weil es sich nicht darum handelt, die Stimme auszustellen und dem Publikum zu zeigen und sich in der eigenen Stimme zu baden, sondern es handelt sich, wie Sie sagen, eben um ganz erhobene oder es geht ja von Komik bis Michelangelo, müssen Sie alles in Ihrer Imagination und in Ihrer Erziehung und in Ihrem Verstand und in dem Gefühl bringen können. Das heißt nicht, dass Sie das, was Sie da singen, genau das ist bei der Oper dasselbe, je erlebt haben können. Deswegen sage ich, Sie brauchen eine unglaubliche Vorstellungskraft. Und die hat auch nicht jeder, der eine Stimme hat. Manche muss man erst erwecken. Bei manchen liegt sie, schläft sie und man kann sie mit viel Mühe und mit Vorstellungen, mit Bildern und mit Vergleichen, kann man sie wecken. Sie kommt dann, gell? Bei mir war es auch nicht immer da, zu allerersten Anfang. Und manche Menschen haben es von Natur aus, wie zum Beispiel Irmgard Seefried. Die hat immer diesen unglaublichen Zugang zum menschlichen Ausdruck immer gehabt, nicht wahr? Das ist eben, das ist verschieden. Da ist die Lernweise und die Unterrichtsweise eben dann anders. Aber ohne diese Imagination geht es nicht. Sie werden auch finden, dass fast alle großen Liedersänger malen gerne. Weil bei uns geht natürlich sehr viel durch die Augen. Alle, die ich kenne, die sind irgendwie, wir sehen doch ganz schnell, kriegen wir Eindrücke, die dann also natürlich in uns versinken. Und wenn die, sie gebraucht werden, kommen sie wieder hervor. Farben, Linien, eine Architektur eines Liedes, etwas, das aber hauptsächlich Farben und Gefühle. Wenn Sie Bilder anschauen, Sie sehen diese ausgedrückten Gefühle, zum Beispiel Matthäus Passion, das sehen Sie ja heutzutage an Menschen gar nicht mehr. Nicht wahr? Die Frauen unter dem Kreuz und solche Dinge. Und wenn Sie sich da im Grünewald und das anschauen und genau anschauen, was die Menschen mit ihrem Körper, mit ihrem Gesicht, mit ihren Händen ausdrücken, da müssen Sie hören, wie das in die Stimme umgesetzt wird. Und das ist mit jedem Gefühlsausdruck. Sie müssen mit jedem menschlichen Gefühlsausdruck, den Sie vielleicht nie irgendwo erlebt haben, doch versuchen, ihn stimmlich darzustellen. Ohne Gesten, ohne Hände, ohne Dings. Aber man lässt ja auch viele Lieder sein, weil eben der Text so hochgegriffen ist, dass man nicht mitkommt, dass man, das kann ich sagen, das kann ich mir nicht ausdenken. Ich kann es auch nicht umsetzen, also lasse ich es sein, nicht wahr? Es handelt sich ja nicht darum, Töne zu singen. Nein, das um das dreht sich gar nicht. Und wenn man auf der anderen Seite ja auch von Gefühlen da spricht und von Zuständen, die der Muse zum Beispiel anheimgegeben sind, dann würde ich Sie gerne fragen, bei Ihnen habe ich eigentlich noch nie was gehört, wo Sie von Muse, von sich mal nicht gehen lassen, aber einfach entspannen, zurücklehnen, was die Rede war, sondern bei Ihnen war eigentlich immer Arbeit, in meinem Leben, ja. Und wo bleibt da aber, man sagt doch immer, Muss ist auch nötig, zum künstlerischen Erleben, ja, zum Beispiel. Ja, die müssen Sie sich eben irgendwann in der Nacht oder irgendwann zwischendurch müssen Sie sich nehmen. Aber auch nur in dem Sinne, dass Sie Platz machen in Ihrem Gehirn und eben um wieder Neues aufzunehmen, was für den Beruf, ich sage es ja, der Beruf braucht so viel, dass eben man keine Minute verlieren darf. Es geht nicht darum, dass der junge Sänger mir ein ganzes Lied vorsingt, wenn ich schon bei den ersten zwei Takten höre, halt mal, Moment, da muss ich ja drastisch dazwischen greifen. Also diese Muße, die Zeit, die Muße ist nicht da. Fragen Sie mal, was wir gemacht haben. Wir haben den Sommer über nicht Ferien gemacht, sondern Festspiele gesungen, immer, nicht wahr? Entweder Salzburg oder Bayreuth oder im Sommer war man dann auf Tournee, Liedertournee in Australien, in den südlichen Ländern. Also Muße war, es ist nicht drin, es geht nicht, die kommt erst hinterher, wenn man weniger singt. So ist es leider. Und diese Muße, ja, das muss sich jeder selbst ausdenken, was er da braucht, was er machen möchte. Bei mir ist es immer, die Berge waren es immer, die Berge.
obwohl ich sie nie habe. Ich habe sie immer von Salzburg nur gesehen und nie Zeit gehabt, irgendwas zu tun, aber gesehen habe ich sie schon. Nicht? Ja, ich bin auch manchmal losgelaufen, sehr leichtsinnig, alleine und habe mir hinterher gedacht, hier hätte mich kein Mensch gefunden und da hätte es morgen keine Vorstellung gegeben. Das habe ich schon gemacht, ja. War das die größte Angst, nicht, dass Sie abstürzen, dass keine Vorstellung? Nein, ich habe es hinterher erst gesehen. Ach du lieber Himmel, da bin ich 5 Stunden runtergelaufen und da bin ich keinem Menschen begegnet, nicht einmal einem Förster. Oh je, also da hätte natürlich arg ausgehen können, nicht wahr? Und das habe ich schon öfter mal so in der Schnelligkeit gesagt, jetzt muss ich da raufgehen und egal was. Aber das war sehr leichtsinnig, das darf man eigentlich nicht. Zum Beispiel Furtwängler und all der hat ja sehr gern Ski gelaufen. Er durfte es auch nicht, nicht wahr? Das waren alle diese Risiken, die man nicht eingehen darf, wenn man Verpflichtungen hat. Also das, aber man muss natürlich so viel Zeit haben, dass man sich gesund erhält, das ist klar. Eine der Vorstellungen, die aber auch in Liedern ja immer wieder vorkommen, habe ich das Gefühl, die sparen Sie doch aus. Und zwar sind das in Mehrheit natürlich die eher kaputten oder bedrängenden Vorstellungen, die in der modernen oder zeitgenössischen Musik formuliert werden. Warum haben Sie sich dem eigentlich nie so zugeneigt? Ich bin so weit gegangen wie Stravinsky und ja, einige englische Komponisten und so weiter. Ich habe schon einiges gemacht, Harald Gensmer und so weiter. Aber ich muss es ehrlich sagen, es ist sicher eine Generationenfrage. Die Musik sagt mir nichts. Wenn mir ein Stück nichts sagt, dann warum soll ich es dann versuchen umzusetzen? Es sagt mir nichts, es rührt mich nicht. Ja, wissen Sie, manchmal habe ich mich gefragt in diesem ganzen unserem Zeitalter, was tun wir eigentlich, warum singe ich? Das habe ich mich oft gefragt. Wie kann ich an ein Publikum noch rankommen und mit einem Pfeilchen es rühren? Ja, weil in einem Großteil des Publikums, der zu Liederabenden geht, die Sehnsucht nach der Poesie noch immer vorhanden ist. Die haben ja noch die Sehnsucht, wenn sie sich auch nicht eingestehen. Aber wenn sie plötzlich damit konfrontiert werden, mit einem kleinen Ding, auch kleine Dinge können uns entzücken, ja, dann bricht das beim Publikum wieder auf. Ich habe es hunderte Male erlebt, bei den kleinsten Dingen, und dann fangen die Tränen an zu kullern. Sie sind ja sehr unerbittlich, ja, manchmal sogar hat man den Eindruck, hart. Muss das sein? Also Sie haben ja auch mal erwähnt, Mitleid ist nicht angebracht. Spätestens in 2, 3 Jahren, dann wird Ihnen irgendein Dirigent furchtbar auf den Kopf hauen. Aber ist das die richtige Methode auch für jeden Schüler? Denken Sie auch dran, was passiert eigentlich in den Kindern, wie Sie sie immer nennen, wenn man im Grunde doch sehr harsch oft auch und gnadenlos sagt, dort nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Tja, was passiert? Ich glaube, mit der Zeit, innerhalb der ersten 3, 4 Lektionen, merken Sie, dass keine Zeit zu verlieren ist. Also das merken Sie bald. Und das möchte ich Ihnen beibringen. Es ist keine Zeit zu verlieren. Die Zeit ist das Kostbarste, was ein Sänger außer dem Talent hat und außer vielleicht dem richtigen Lehrer. Okay, aber wissen Sie, ich habe es Ihnen schon gesagt, was ein Sänger alles bewältigen muss, ehe die Stimme verbraucht ist. Und wissen Sie, wenn Sie weich herumreden, sind noch immer andere Möglichkeiten da. Aber ich weiß, dass keine anderen Möglichkeiten da sind. Die sind nicht. Das ist ein grausamer Beruf. Sie können jeden Dirigenten fragen. Ich meine, ich brauche Ihnen keine Namen zu nennen. Hm? Andere Sängerin. So. Ne? Ja. Er schießt, sie werden weggeschmissen, sie werden weggeworfen. Und sie werden sowieso weggeworfen von den großen Dirigenten, wenn es dann also schwächer wird, nicht wahr? Das wissen wir ja alle. Und da kommt die nächste Generation, muss ja auch so sein, so soll es auch. Aber sie werden nicht liebreich weggeworfen, sondern sie werden eines Tages, bumm, zack. Und fragen Sie, ich kann Ihnen einen Kasten voll Namen nennen, wo es ging das nicht mehr und das nicht mehr, weg. Nächste. Nein? Das heißt nicht, dass der Nächste dann gerade so gut ist, aber jedenfalls ist weg. Es ist eine Wegwerfgesellschaft, wie wir wissen. Und dazu kommt noch die Geschichte, dass heute verlangt wird von den Agenten meistens und auch von Dirigenten, die mit Sängern nicht probiert haben, mit denen nicht Korrepetitoren waren, für x Jahre in einem kleinen Theater, und ich war, die nicht wissen, was kann eine junge Stimme, was kann es nicht, was kann ich verlangen. Ja, die werden verleitet zum Schreien, lauter, lauter, ach, deine lauten Töne, sing doch, laut, laut, machen wir das auch.
ich habe sie hier gehabt. Sie sagen, ja, aber meine Freunde sagen doch alle, ach, die lauten Töne, ja, das ist noch immer noch mehr und immer noch. Ja, sage ich, nur das machen sie nur. Aber nicht bei mir. Bei mir wollen, sollen sie jetzt mal bitte schön Pianissimo singen. Und wenn man den Menschen, dann, wenn der Mensch intelligent ist und es noch nicht ruiniert ist, dann kommt etwas Fabelhaftes heraus. Es gibt jetzt gerade einen sehr eklatanten Fall, der genau so war. Aber sie werden von ihren Freunden und von den Agenten und von gezwungen zu schreien fürs liebe Leben. Ja, da singen sie sowieso noch 3 Jahre lang und dann ist es schon fertig. Und dann sind sie nicht einmal mehr für den Chor geeignet, weil da muss man nämlich auch etwas können. Chor singen ist nämlich auch schwierig. Und was dann? Deswegen, wenn Sie mich fragen, was ist mein Ratschlag Nummer 1 für jeden jungen Sänger, ist einen zweiten Beruf fertig zu haben. So dass sie nicht müssen sich prostituieren oder irgendetwas machen, wo sie dann nicht wissen, was jetzt. Die Jahre sind weg, der Idealismus ist weg, denn es gibt wohl keinen Sänger, der ohne Idealismus anfängt, nicht? Geld ist auch weg. Und was dann? Also jetzt was dann? Ein anderer Beruf irgendwie jetzt dann lernen. Also, es ist hart, der Beruf ist hart, hart, hart. Dass Sie sich trotzdem Ihre Sensibilität erhalten müssen, das ist ja die große Kunst. Sie müssen sich ein Fell entwickeln, also aus Leder, gegen das, was auf Sie zukommt, aber Sie müssen Ihre Sensibilität aufs Feinste erhalten. Aufs Feinste, zur selben Zeit. Und das ist ein großes Kunststück. Und dann gibt es natürlich welche, die eigentlich von alleine sagen müssen, naja, wozu singe ich eigentlich noch? Ich kann ja dem Stück nicht mehr gerecht werden. Ich kann ja diesem Stück nicht mehr gerecht werden. Ich kann das Lied, dem kann ich nicht mehr gerecht werden. Und dann gibt es die auch noch tragischen Fälle, die dann, ach ja, aber ich brauche das Publikum. Ich muss vor dem Publikum, ich muss. Wie die Callas bei uns beiden, ja. Ich muss die Stimme von Mexiko wiederfinden. Das will das Problem. Ich muss die Stimme, die ich in Mexiko gehabt, da muss ich wiederfinden. Die muss ich wiederfinden. Komm, ich so war. Und wo wir versucht haben, Maria, um Gottes Willen, schau doch mal, es gibt ja ein ganz anderes Repertoire mit deiner Musikalität. Schau dir doch mal Elektra an. Du kannst das noch immer singen. Das kann. Nein, nein, mein Publikum will die Stimme von Mexiko. Ja. Und so gibt es viele. Entsetzlich. Entsetzlich. Das ist entsetzlich. Wenn einer davon abhängt, dass er diese Verehrung vom Publikum dauernd noch haben muss, bei den wirklichen. Und nein, das ist, ich will in die Details will ich gar nicht hineinnehmen, weil das ist zu arg, um es auch nur zu beschreiben, wie arg es ist. Hier hat sich auch einiges in dieser Richtung abgespielt. Furchtbar, furchtbare Dinge. Furchtbare Dinge, wo ich dann sagen muss, um Gottes Willen, Menschenskind, du warst eine von den besten Künstlerinnen der Welt, mach doch, versuche doch nicht jetzt kleine Liedchen zu singen, die jeder, ich muss vor dem Publikum. Das ist ein Wahn von manchen Menschen, die sich von diesem Publikumsapplaus und von dem allen verleiten lassen, zu glauben, dass das Wesentliche wäre. Das ist aber gar nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass man dem Kunstwerk gerecht wird, dass man singen darf. So wie jeder Instrumentalist muss dem Kunstwerk gerecht werden. Und das müssen wir auch. Das ist das, warum wir singen.